Halli. Heute sehen Sie, zeichnen wir wieder auf, denn wir werden uns heute mit etwas beschäftigen, was wir bislang noch nicht gemacht haben im Rahmen dieser Veranstaltung. Deswegen heute eine klassische Vorlesung, die wieder aufgezeichnet wird, die Sie sich im Nachgang nochmal anschauen können, die aber auch die zukünftigen Generationen sich dann eben im Vorfeld anschauen können. Ich habe Ihnen hier nochmal... Also wir beginnen nochmal mit Relationen. Ja, Sie haben Relationen vorbereitet für heute und ich habe Ihnen hier eine Menge hingeschrieben. Schauen Sie mal hier, Menge. Da gibt es 5 Elemente in der Menge. Ne? Anna, Julia, Karl, Max und Peter. So, und jetzt habe ich Ihnen hier eine Relation hingeschrieben als Teilmenge von M Kreuz M. Und da sind Tuppel drin. Ja, Anna, Peter ist ein Tuppel, Karl, Julia ist 1, Peter, Julia und so weiter und so weiter. Das sind einige geordnete Paare aus der Menge aller geordneten Paare. Ich habe ein Paar rausgegriffen, zusammengefasst und das ist eine Relation. Eine Relation ist eine Teilmenge des Kreuzprodukts zweier Mengen. Das ist eine solche Relation hier. Und jetzt sage ich Ihnen, was die Relation bedeutet. Die Relation bedeutet, ist verliebt in. Okay? Ist verliebt in. Das heißt also, Anna ist verliebt in Peter zum Beispiel. Haben wir eine Anna hier? Ist eine Anna hier? Wo? Peter? Nö, na gut. Karl ist verliebt in Julia und so weiter und so weiter. So. Jetzt die Frage an Sie. Fällt Ihnen da was auf? An dieser Relation. Gucken Sie mal genau hin. Fällt Ihnen da was auf? Ja. Achso, ja. Hm? Ladies first, oder? Okay. Anna ist in zwei Personen verliebt, genau. Das könnte zu Konflikten führen, vermutlich. Ja? Aber sehr gut, genau. Anna ist in zwei Personen verliebt. Das könnte ein Problem sein, ne? Fällt Ihnen noch mehr auf? Ja? Max ist schwul bzw. bi. Also schwul kann ich noch nachvollziehen. Max ist verliebt in Karl. Bi weiß ich nicht. Ne? Anna liebt Max. Okay. Ja, ja. Aber vielleicht ist er unglücklich in Max verliebt, weil Max nur auf Männer steht, ja? Also, na, aber auf jeden Fall, Max ist ein Mann verliebt, so, genau. Okay, ja? Zwei Personen lieben Julia. Genau, zwei Personen, Moment, zwei Personen was? Sind verliebt in Julia. Achso, zwei Personen sind verliebt in Julia, genau. Na? Karl ist verliebt in Julia. Peter ist verliebt in Julia. Auch das könnte zu Konflikten führen. Ne? So manches Duell ist ausgetragen worden in so einer Situation. Und anschließend war nur noch einer verliebt. Okay, also wir haben hier zum Beispiel das Problem, dass Anna in zwei Personen verliebt ist, ne? Und dass zwei Personen in Julia verliebt sind. So, das greifen wir erstmal auf. Ich möchte Ihnen jetzt nämlich weitere Eigenschaften von Relationen zeigen. Weitere Eigenschaften von Relationen. Wir hatten in den anderen Videos ein paar kennengelernt und jetzt kommen noch ein paar dazu. So, ich lasse hier mal ein bisschen Platz, denn da kommen noch zwei weitere Eigenschaften, die Sie bislang noch nicht gefunden haben, hin, aber die werden Sie bestimmt finden. Achso, ich muss vorher noch sagen, ja. Seien A und B Mengen. Und R eine Relation
von A und B, ja, also hier Teilmenge des Kreuzprodukts von A und B. So. Das ist erstmal die Ausgangslage der Definition. Und jetzt definieren wir mal Eigenschaften. Und zwar R. Langt das? Nee, muss ein bisschen tiefer gehen. R heißt links eindeutig. Genau dann, wenn Folgendes gilt für alle A aus A und für alle A B aus A und für alle, na, machen wir hier ein C hin, besser, für alle A C aus A und für alle B aus B gilt, wenn A B in R ist, und C, B auch in R ist, daraus folgt dann, dass A gleich C ist. Gucken Sie es mal genauer an. Und versuchen Sie es mal hier drauf zu übertragen. Diese Relation hier ist nicht links eindeutig. Warum? So, um nachzuvollziehen, wenn es zwei Tupel gibt, AB und CB, dann muss A gleich C sein. In diesem Fall ist eine Relation links eindeutig. Wie sieht es bei unserer Relation aus? Ja? Richtig. Ich wiederhole es nochmal laut für die Kamera. Die Relation ist nicht links eindeutig, weil Karl liebt Julia und Peter liebt Julia, aber Karl ist nicht gleich Peter. Ne? Also, wenn Karl Julia liebt und Peter Julia liebt, dann müsste Karl gleich Peter sein. Ist aber nicht der Fall. So. Also ist diese Relation nicht links eindeutig, wenn man es vom Begriff her mal nimmt. Links eindeutig bedeutet, wenn ich rechts ein Element habe, muss das linke Element in diesem Tupel eindeutig bestimmt sein. Und das ist in diesem Fall nicht der Fall. Ja, es gibt zwei Tupel mit Julia rechts und einem Mann links und die beiden Männer sind unterschiedlich. Also es ist nicht links eindeutig. So. Jetzt können wir mal versuchen, rechts eindeutig zu definieren. Überlegen Sie mal, wie man rechts eindeutig definieren müsste. Ich schreibe schon mal hin, R heißt rechts eindeutig, genau dann, wenn. Was gilt? Kannst du jemand mal diktieren? Mal versuchen? Ja? Ja, für alle A aus A. Für alle A aus A. Und alle B, C aus B. Und für alle B, C aus B. Ja, daraus folgt B gleich C. Sehr schön, genau. Das ist die Definition von rechts eindeutig. Wie sieht es mit unserer Relation hier aus? Kann es jemand mal übertragen? Ja? Sehr schön, genau. Es ist nicht rechts eindeutig, weil Anna liebt Peter und Anna liebt Max. Und Peter und Max sind unterschiedliche Leute.
Okay. Gut, also diese Relation ist nicht rechtseindeutig. Rechtseindeutig bedeutet, wenn ich links ein Element habe, muss das andere rechts, das rechte Element, eindeutig bestimmt sein. Und das ist in diesem Fall nicht der Fall. Peter und Max sind nicht die gleichen Personen. Okay. So, fällt Ihnen noch was auf an den Relationen? Ja? Keiner ist in sich selber verliebt. Sehr schön, ja, genau. Angenommen, alle wären in sich selber verliebt. Wie würde die Relation, welche Eigenschaft hätte die Relation dann, ja? Wäre sie reflexiv. Genau, dann wäre sie reflexiv. Ja? Sehr schön, ja. Ganz traurig. Können Sie es nochmal genau formulieren? Welche der Seiten? Genau, es gibt Personen, die in niemanden verliebt sind. Ja, und es gibt Personen, in die niemand verliebt ist. Was noch tragischer ist vielleicht. Ja. So, sehr schön. Genau, auf die beiden Eigenschaften wollte ich noch raus. Ja. Und zwar gibt es eine Eigenschaft, die heißt linkstotal. R heißt linkstotal. Genau dann, wenn. Für alle A aus A existiert ein B aus B mit A, B, Element R. Egal welches A ich aus A nehme, es gibt immer mindestens ein B, sodass A, B in R ist. Für jedes A, für jedes Element auf der linken Seite gibt es mindestens einen Partner, sodass das Tupel dann in der Relation ist. Diese Relation ist nicht linkstotal, denn, warum nicht? Wir machen es am Beispiel konkret. Ja? Weil die Julia keinen liebt. Genau, nicht linkstotal. Ne? Es gibt kein Tuppel Julia und noch jemand anders. So, okay. Das heißt, nicht linkstotal. Linkstotal wäre sie, wenn jetzt Julia sich entscheiden würde, noch in jemand anders verliebt zu sein. Ja. Müsste Anna, Max, Anna, Peter einer rausgehen oder ist egal? Kann es jemand beantworten? Ja? Genau. Die Bedingung ist nur, es muss mindestens ein Tuppel mit Julia auf der linken Seite existieren. Ne? Es können auch mehrere existieren. Also Julia könnte theoretisch in alle verliebt sein. Inklusive sich selbst. Ja? So. Okay. Jetzt nehmen wir, okay. Wer hätte eine Idee für eine vierte Definition hier an der Tafel? Ja? Die Rechtstotalität. R heißt rechtstotal. Genau dann, wenn. Was gilt? Wer kann es diktieren? Wollen Sie mal versuchen? Für alle B aus B existiert ein A aus A, so das gilt. Genau. A, B, Element R. Okay, warum ist unsere Relation nicht rechtstotal? Wer kann es konkret machen? Ja? Genau, niemand ist in Anna verliebt, ne? Ja. Ich würde sagen, wir verschaffen uns nochmal einen Überblick über die Situation da. Anschaulich,
ja, um über diese tragische Situation. Und zwar gibt es eine Visualisierungsform, die man im Zusammenhang mit Relationen immer verwendet oder öfter verwenden kann. Das ist ein sogenanntes Pfeildiagramm. Ich male die beiden Mengen, aus denen man das Kreuzprodukt hat, mal so hin. So und so. Und ich kürze jetzt mal die Namen ab, ne? Wen haben wir? Wir haben die Anna, wir haben die Julia, Karl, Max und Peter. Und hier auch Anna, Julia, Karl, Max und Peter. So. Und wenn jetzt zwei Elemente in Relation stehen, dann wird ein Pfeil dazwischen gemacht. Ja? Also, Anna ist in Peter verliebt, Karl ist in Julia verliebt, Peter ist in Julia verliebt, Max ist in Karl verliebt und Anna ist in Max verliebt. Wird langsam unübersichtlich, ne? Okay. So, Sie sehen also jetzt hier eine Visualisierung der Situation, ne? Mit so Pfeilen. Und immer wenn ein Pfeil dazwischen ist, zwischen Elementen, dann stehen die in Relation. Wer kann jetzt mal versuchen, mit diesem Bild zu argumentieren, warum diese Relation nicht linkstotal ist? Woran sieht man das, dass die Relation nicht linkstotal ist? Ja? Genau, von der Julia geht kein Pfeil weg. Es müsste von jedem Element ein Pfeil weggehen, damit die Relation linkstotal ist. So. Woran sieht man, dass die Relation nicht rechtstotal ist? Ja? Genau. Zu jedem Element auf der rechten Seite müsste ein Pfeil hingehen oder zu Anna keiner hingeht. Ich wiederhole immer, ne, damit man es versteht. Weil zu Anna kein Pfeil hingeht, ist ja nicht rechtstotal. Okay. Warum ist diese Relation nicht links eindeutig? Woran sieht man das? Ja? Genau. Die beiden Pfeile, die zu Julia gehen, die gehen von zwei verschiedenen Elementen aus, nämlich Karl und Peter. Ja? Der Pfeil von Karl geht zu Julia und der Pfeil von Peter geht zu Julia. Das heißt, die Relation ist nicht linkstotal. Okay. Warum ist die Relation nicht rechtstotal? Ja? Weil zwei Pfeile von der Anna abgehen. Genau, weil zwei Pfeile von der Anna abgehen. Ja. Nochmal, also es gehen zwei Pfeile von der Anna weg zu Max und Peter. Genau. Ist also nicht rechts eindeutig, genau. Max und Peter sind zwei unterschiedliche Personen, in die Anna verliebt ist. Okay, jetzt versuchen wir mal, diese Relation so hinzubasteln, dass alle vier Eigenschaften gelten. Wer macht mal einen Vorschlag? Wir klären jetzt die Verliebtheitssituation hier. Ja? Julia soll Anna lieben. Moment. Ach so. Also ist von Julia zu Anna, ne? So, von Julia zu Anna. Okay. Was haben wir damit jetzt erreicht? Ja? Was, Moment, erstmal, welche Eigenschaften erfüllen wir jetzt dadurch? Ja? Linkstotal. Warum? Genau, weil von allen ein Pfeil weggeht und rechtstotal, ne? Weil zu allen ein Pfeil geht. Also das ist eine links- und eine rechtstotale Funktion. Aber ich wollte, dass alle vier Eigenschaften erfüllt sind. Sind welche noch nicht erfüllt? Ja? Man müsste jetzt von Anna müsste sich jetzt entscheiden, wen sie mehr liebt. Anna, okay, Anna müsste sich entscheiden, wen sie mehr liebt. Entscheiden Sie mal für Anna, wen liebt sie mehr? Max. Max, okay.
Also, Anna liebt Max mehr als Peter. Dann machen wir das mal schön weg hier, ne? Anna hat gemerkt, was für ein Arschloch der Peter ist. Und deswegen ist jetzt nur noch in Max verliebt. So. Ja, jetzt sind wir aber nicht mehr rechtstotal, ne? Ja, die Anna mag den Peter nicht, weil der so selbstverliebt ist. Das ist super, genau. Und der liebt nämlich gar nicht Julia, ne? Das ist alles ein Vorwand irgendwie. Der liebt eigentlich nur sich selbst, der Peter. So. Genau. Die Relation ist jetzt links total. Rechts total, links eindeutig und rechts eindeutig. Ich mal das Bild noch mal ein bisschen um, dass Sie sehen, wie schön das ist, wenn das der Fall ist. Ich mache die Menge hier mal so ein bisschen größer. Moment. Nee, ich mache die Menge größer, ich mache das Bild hier größer. Ich nehme den Max mal da hoch, den Pfeil da weg und den hier hin. Ne? Anna liebt Max, haben wir gesagt. So. Wenn Sie das hinkriegen, dass eine Relation links total, rechts total, links eindeutig und rechts eindeutig ist, dann haben Sie so eine schöne 1:1 Zuordnung. Ne? Schön, dup, dup, dup. Können Sie so anordnen, dass die Pfeile alle schön parallel hier drin liegen. Also parallel ist nicht wirklich geometrisch jetzt, aber ist klar. So. Gut. Gibt es an der Stelle noch Fragen zu den Eigenschaften? Ich habe noch eine Frage. Ist das jetzt eine reflexive Relation? Kurz nachgedacht, ist das eine reflexive Relation? Ja? Nein. Weil? Also wenn nur Peter stehen würde, genau. Die Relation wäre nur dann reflexiv, wenn jeder selbstverliebt wäre. Ne? Genau. Hier ist ja nur Peter selbstverliebt. Reflexiv bedeutet, für alle Elemente muss gelten, sie stehen zu sich selbst in Relation. Und hier gilt es nur für Peter. Na gut. Okay. So. Worauf will ich jetzt hinaus? Das kommt jetzt.